Hallo, ihr Hübschen. Ich habe was bestellt. Ätherische Öle. Und das Päckchen ist da. Das Päckchen ist da. Juppie, juppie. Ist ja interessant verpackt. Drei Stück. Drei Stück habe ich. Drei wundervolle Öle. Yeah. Rosmarin. Lavendel. Yeah. Und Orange. Jetzt muss ich mal testen, welche ich zuerst aufmache und nehme. Also, das Fläschchen hier sagt mir ein Gefühl. Och, da können wir mal heute Abend drin baden. Das ist also Lavendel. Und ansonsten macht mir gerade irgendwie Orange gerade an. Wobei ich gedacht habe, wirklich, dass ich das nicht riechen kann oder so. Dass mich das, ja, wie auch immer. Genau. Ich habe ja schon bei dem letzten YouTube-Dankeschön-Video erwähnt, dass Frenzels Herdes so ätherische Öle vorstellt auf ihren Kanal. Dazu möchte ich auch noch sagen, ich habe wirklich mit mir gerungen, wo bei und bei wen ich oder überhaupt wie und wann ich mir diese Öle bestelle und mit wem und mit was ich sozusagen arbeiten möchte oder mich verändern möchte. Denn es gibt ja so viele Möglichkeiten und auch so viele, die das machen. Zum Beispiel auch Folge dir selbst. Der Kanal mit der, ja, ich werde dafür nochmal ein extra Video machen, weil ich immer wieder diesen Namen im Kopf habe, aber es irgendwie nicht aussprechen kann gerade. Und ansonsten gab es dann auch noch, den habe ich auch noch nicht ganz, also den hatte ich nicht vorgestellt, den wollte ich dann auch ein extra Video machen, weil ich seine Arbeit auch sehr wertschätze. Er macht auch was, also vieles mit ätherischen Ölen. Und da habe ich dann auch überlegt, ob ich das da bestelle. Aber mich hat es halt immer wieder so, nicht immer wieder so, sondern nicht, dass ich mir das gewünscht habe, dass Heike Holz irgendwann mit ätherischen Ölen anfängt. Aber mich hat es halt dahin gezogen, weil sie jetzt also auch vor einiger Zeit damit angefangen hat, durch Frances mit ätherischen Ölen ihre ganze Arbeit noch, oder die ganze Veränderung oder was auch immer, das Ganze, ich sag mal, zu verstärken oder zu verschönern. Und deswegen habe ich mir gedacht, nicht gedacht, sondern ich habe gerade mein letztes Geld dafür ausgegeben, weil ich einfach mir so gewünscht habe, das noch dieses Jahr zu machen und das weniger auf nächstes Jahr zu verschieben, weil da ich ja sozusagen schon einiges auf nächstes Jahr verschoben habe, nicht verschoben habe, sondern mir für diese Sachen einfach mehr Zeit geben möchte und diese ganzen Wünsche, die ich noch habe oder diese Sachen, Projekte, die ich in meinem Kopf habe und verfolgen möchte und auch weitermachen möchte, nicht nur möchte, sondern das mache ich natürlich auch. Also ihr könnt darauf garantieren, dass ich das machen werde, weil es wirklich aus meinem tiefsten Herzen kommt, ja, und mir die Freude macht, so, also das macht mir gerade auch sehr viel Freude, schon darüber zu sprechen und auch so wieder daran zu denken. Denn, ja, ihr werdet dann sehen, was noch alles auf uns zukommt, besser gesagt auf mich auch, und was ich halt gerne machen möchte und werde, also ich werde das machen, so, ich bin auch schon dabei, also in meinem Kopf bin ich schon richtig fertig, alles schon kreativ zusammengestellt und ja, alles andere wird dann noch kommen, da glaube ich dran, ganz fest und habe auch schon Spaß dabei, das so in meinem Kopf und alles Mögliche zu kreieren, denn so, einige Sachen sind ja sowieso schon in Erfüllung gegangen in den letzten Jahren. Und wer darüber noch mehr erfahren möchte, was ich mir so früher gewünscht habe und was ich mir so erfüllt habe in den letzten Jahren, der kann einen Daumen hoch machen oder überhaupt mich anschreiben. Ich werde dann gerne dazu noch ein extra Video machen.
Denn mich bereichert diese ganzen erfüllten Wünsche gerade auch sehr, irgendwie so nicht nur daran wieder nochmal zu denken, sondern überhaupt das so zu machen. Und ja, das freut mich halt sehr. Und noch was dazu möchte ich sagen: In meinem Kopf ist mein Buch, was ich die ganze Zeit so in mir habe, was ich schon fertig geschrieben habe, sozusagen. Schon fertig. Dazu kann ich auch noch sagen, dass mir die technische Möglichkeit dazu immer noch, also oder weniger noch da ist. Ich bin aber wirklich stolz und dankbar auf meinen jetzigen PC, dass er noch diese einigen Sachen, die ich noch mache, dass er das schafft, ja. Aber dass er einfach dieses ja, Schreibprogramm und diese Sache, die ich halt gerne so ausführen würde, dass er mir da immer noch sagt, keine Rückmeldung. Ich denke auch daran immer, dass es auch extra so ist, ja. Weil vielleicht bin ich ja noch gar weniger so weit. Dieser Gedanke ist zwar richtig, ja, für mich, ist auch wichtig und gut, aber vielleicht kommt da ja noch was und was dann auch noch zu diesem Buch geschrieben werden darf und soll, was erst später kommt, also jetzt im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr. Deswegen habe ich mit diesen ganzen Buchkreierungssache weniger angefangen, besser gesagt. Ich habe schon ein Inhaltsverzeichnis angefangen zu formulieren, zu schreiben, das ich aber auf Papier geschrieben habe. Weil ja, ja, also Papier ist ja geduldig, aber das andere würde mir am liebsten gefallen. Wirklich so ein, ja, ich wünsche mir wirklich so einen Laptop, wirklich. Weil ich ja ortsunabhängig in Zukunft auch arbeiten möchte und diese Wohnung hier weiterhin auflöse. Ja, und mich aber trotz alledem darüber freue, wenn ich dann solche Sachen hier habe oder bekomme und damit was, ja, ich sag mal, kreieren kann in Zukunft oder kreieren, sondern auch verändern für mich und vielleicht auch für dich. Wer weiß, vielleicht ist ja der eine oder andere Tipp auch dabei. Und es ist jeden seine Entscheidung, bei wem und was und überhaupt er ätherische Öle bestellt oder mit wem auch immer, dann ja, seinen Weg geht, sozusagen. Ich mache es für mich. Alles, was ich mache, mache ich für mich. Ob vegane Küche oder alles andere, was halt ja schon auf diesem Kanal so zu sehen ist und war. Genauso wie mit den Büchern. Ich sag immer, nicht ich sag immer, also es sind jetzt sozusagen einige Bücher noch zu mir gekommen, die ich mir gewünscht habe zu haben und zu lesen. Und beim Lesen, also beim den ein oder anderen Lesen des einen oder anderen Buches, ist mir halt nicht aufgefallen, sondern es wurde mir auch gesagt, es wurde mir von jemandem gesagt, wieso benötigst du dieses und jenes und Buch und auch CD oder überhaupt Buch, es ging nur also um Bücher. Du weißt doch schon alles. Wurde mir gesagt. Und ja, bei dem einen Buch, was ich dann angefangen habe zu lesen, kam ja auch wieder dieser Gedanke, nicht nur der Gedanke, sondern es war so wundervoll in mir, so cool, diese Person oder der Autor schreibt jetzt darüber, was ich sowieso in Anführungsstrichen schon weiß. Aber es hat mich halt erfreut, dass es halt da schon auf, ich sag mal, dass es halt auf Schwarz auf Weiß steht und dass diese Person halt es auch weiß, ja, was er halt schreibt, erstens. Und zweitens, das erfreut mich einfach so und, ja, ich lese es einfach weiter und lasse mich überraschen, was noch dort drin steht oder auch in ein anderes Buch, was ich einfach schon in mir habe, ja. Aber was einfach, ja, weil ich halt einen großen Wunsch mir erfüllt habe von 2008 bis 2016 und ich erwähne es jetzt schon wieder, weil es irgendwie noch sehr nachklingt irgendwie. Also es nicht nur nachklingt, sondern es zieht sich so ein bisschen. Ich denke mal, nicht nur ich denke, weil es ist ja schon das ganze Jahr so, dass ich die ganze Zeit
mich mit diesem Wunsch und mit meiner Wunscherfüllung, die ich hatte, also die letzten Jahre, mich etwas befasse damit, wie das einfach so passieren konnte, ja, dass ich mir sowas gewünscht habe, erstens und zweitens, dass ich es einfach durchgezogen habe, ja, diese Erfüllung da drin und auch meine Erfüllung irgendwie gefunden habe dabei, aber mich einfach trotz alledem, ja, meine eigene Person, mein Körper, Geist und Seele einfach irgendwie vergessen habe. Ich gebe es zu. Ich habe es einfach vergessen. Also ich habe, oder ich habe es einfach, ja, man kann es nicht sagen verdrängt, sondern einfach neben mich gestellt und gesagt, so ja, jetzt erstmal diesen Wunsch erfüllen, diese Sache, was man sich so 2005 aufgeschrieben hat und jedes Mal in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester auf so einen Wunschzettel geschrieben hat und dann verbrannt hat und dabei irgendwie auch gar nicht mehr so halb, nur halb daran gedacht hat. Und dann, ich sag mal, in diesem Jahr habe ich es halt gefunden, bin nicht nur gefunden, sondern es kam immer wieder so, dieser Wunsch dann. Nicht nur auf Wunschzettel, sondern auch auf Steckbriefen im Internet. Überall stand es drin, wo ich es überhaupt überall hingeschrieben habe. Und das habe ich erstmal gelöscht, ja. Ich habe es auch, diese Steckbriefe, wo das dann drin stand, habe ich weggeschmissen, also zerrissen, wie auch immer. Und habe mir gedacht, hallo, Hilfe, wie kann man sich sowas wünschen und sich dann so auch noch. Das so erfüllt. Also, dass man das, dass man diesen Wunsch, die Zeit so sich erfüllt, sozusagen. Also, na, so viel dazu. Wer halt noch mehr über diesen Wunsch, den ich mir von 2008 bis 2016 erfüllt habe, wer davon noch einiges hören möchte, sehen, der kann das gerne. Der kann mir gerne schreiben, dann mache ich ein extra Video nochmal dazu. Ich glaube, ich werde das sowieso wahrscheinlich machen, um das auch nochmal für mich loszulassen vielleicht. Und euch zu sagen, aufzupassen, so was ihr, wie ihr wünscht und was ihr wünscht und wie die Formulierung sein könnte oder auch weniger. Ich sag mal, ich habe es mir ja so gewünscht. Ich wollte es ja so haben. Also, ich habe aber weniger daran gedacht, dass ich mir das so gewünscht habe und dass ich das dann auch mir so erfüllt habe. Also ehrlich gesagt. Und ich bin wirklich jetzt heute bin ich total erleichtert, dass ich da, dass das so gekommen ist. Erstens, dass ich es jetzt wirklich weiß, dass es halt so war und dass ich mir eigentlich, nicht eigentlich, sondern dass ich mir jetzt was anderes wünsche und dass ich mich darauf freue, das mir auch zu erfüllen. Ja. So viel dazu. Und ja, ich bin sehr optimistisch, dass alles so wird und funktioniert, wie das in meinem Kopf schon fertig kreiert ist. Denn, oder überhaupt formuliert auch. Ich bin auch noch ein bisschen dabei, das Ganze umzuformulieren. Also, ich bin selbst gespannt, was ich oder wie das alles weiter funktionieren wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und ich werde hier drin baden. Heute wahrscheinlich. Und damit werde ich heute wahrscheinlich auch einiges machen. Auf jeden Fall Orange riechen. Also Orange ist ja auch was Gutes für Weihnachten, ne? So ein Weihnachtsduft. Und wenn ich schon dabei bin, gibt es nachher wahrscheinlich oder überhaupt noch ein Video über meine zwei Bäumchen, die ich geschmückt habe für Weihnachten. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Bis dann, ciao.